Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir haben in der letzten Folge nicht nur eine komplette Tuberkulosewelle abgewehrt, nein, wir haben auch noch drei neue Pyroraptoren unserem Park hinzugefügt, die hier mittlerweile relativ friedlich eingezogen sind. Ist auch besser so, ich meine die Alternative, die wäre jetzt nicht gerade so schön. Aber wir haben auch noch eine neue Aufgabe bekommen. Wir sollen nämlich einer neuen Ladung an Dinosauriern ein neues Zuhause in unserem Park beschaffen. Und zwar sollen wir Ankylosauren, Apatosauren und Stygimolochs ein neues Zuhause hier in diesem wundervollen Park bereiten. Natürlich kommen die, gib mir noch ganz kurz 2 Minuten, okay? Danke sehr. Natürlich kommen die in unser Pflanzenfressergehege. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir neues Gehege brauchen und bei den Fleischfressern sind die wahrscheinlich auch nicht so gut aufgehoben. Ich würde aber durchaus sagen, dass wir das Ganze etwas vergrößern, weil jetzt für 3 neue Dinosaurier, da ist das etwas klein. Und um euch, ihr Ankylosauren, um euch kümmern wir uns sofort. Wir sollen 4 einmal platzieren, alles klar. Dahin, dann bitte dahin und dahin. Gut, dann schnappen wir uns mal den Zaun, einmal bitte den unsichtbaren Zaun. Und ich hätte gerne... Oh, ich habe ein Tor platziert. Ein Tor wollte ich jetzt nicht unbedingt platzieren. Wir machen einmal den Zaun ganz kurz hier schön drumherum. Wie groß können wir es ungefähr machen? Ja, das sollte auf jeden Fall für die neuen Dinosaurier ausreichen. Wobei, so ein Apatosaurus, der ist doch schon groß. Aber ich glaube, wir haben unser Gehege jetzt fürs Erste einmal gut vergrößert, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes neues Stück. Ah, und da sind auch schon direkt die nächsten Apatosaurus. Wenn man vom Teufel spricht. Mehrere Saurier, was? Was geht denn hier ab? Gefahr für die Gäste. Warum Gefahr für die Gäste? Ist doch alles okay. Warum Gefahr für die Gäste? Ah, vielleicht liegt es daran, dass hier noch gebaut wird. Vielleicht hätte ich den ersten Zaun erst abreißen sollen, wenn der neue fertig ist. Aber die werden da jetzt schon nicht rauslaufen. Und neues Stygimoloch. 6 an der Zahl. Bauen wir die erst einmal hier hin. Krankheit ausgebrochen. Schon wieder. Oh mein Gott. Das hatte ich befürchtet. Eine Krankheit verbreitet sich unter den Tieren. Sowas passiert, wenn man die Grenzen überstrapaziert. Forschen wir an einem Heilmittel und das am besten ab gestern. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber genau das war mein Problem. Ursache Infektion, schon wieder Tuberkulose? Gut, dass wir die schon einmal behandelt haben. Wo ist denn unser MCU? Hier steht er. So, mein Freund, keine Angst. Ich bin sofort wieder weg. Ich muss dich nur einmal ganz kurz behandeln und ich... Oh Gott, jetzt bin ich auch noch vorbeigefahren. Treffe ich den auch von hier locker, oder? Treffer 1 und komm schon, einmal ranzoomen. Treffer 2, 100%, perfekt. Wo ist der Rest? Hier, oh Gott, da ist ja ein Ranger-Posten. Den hätte ich beinahe umgefahren, das wäre schlecht. Hier irgendwo müsste er sein und da ist unser Dinosaurier. Es ist ein Stygimoloch. Ihr seid ja schnell krank geworden. Da wart ihr kaum 2 Minuten hier und schon krank. Im Vorbeigehen, aber ich glaube nicht, dass das 100% macht, aber der zweite auf jeden Fall. Okay, aus irgendeinem Grund sagt er mir, dass der hier noch krank ist, oder? Ah, nein, okay, gut. Mein Fehler, es war der falsche Dinosaurier, den ich im Visier hatte. Da ist noch ein anderer Stygimoloch krank und ich habe schon gedacht, ich wäre dumm oder so. Aber nein, also wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Aber es war einfach nur der falsche Dinosaurier. Und der letzte Dino... der letzte ist ein Pyroraptor. Ich hoffe, dass die uns nicht auseinandernehmen. Na, mein Kleiner, du bist hier. Hi. Na, dürfte ich einmal ganz kurz... Ah, der war leider daneben. Bleib mal bitte stehen. 1. Zur Sicherheit noch einen 2. Und 100%. Tuberkulose weg. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das ist das Biosyn meiner Träume. Ich freue mich, mitzuteilen, dass unsere Biodiversität solide ist. Die Anlage kann verschiedenste Tiere beherbergen. Das heißt, all unsere, also Biosynsaurier, sind im Spiel. Es könnte nicht besser laufen, aber das bringt mich auf einen Gedanken. Der da wäre? Schulden wir es der Welt etwa nicht, noch mehr zu bieten? Jede neue Spezies bedeutet neue Möglichkeiten für Biosyn. Medizin, Material, Mathematik. Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche. Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Ich will der Welt unser ganzes Potenzial zeigen. Und zwar sofort. Synthetisiere die folgenden Saurier. Brüte sie aus und lasse sie frei. Dreadnoughtus, Terenzinosaurus und Giganotosaurus. Wir kriegen einen Giganoto und einen Terenzino. Das wird ja spaßig. Ah, und gefiederte Spezies erfordern ein zu 100% vervollständigtes Genom. Alles klar, ist ja natürlich wichtig, aber... Also ich habe den Dreadnoughtus jetzt nicht unbedingt vor Augen, aber... Oh, das sind ja die Fossilien, zu denen wollte ich gar nicht. Ich wollte zum Bernstein. Ist der gefiedert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist der überhaupt hier oben? Nein, das sieht alles ganz und gar nicht danach aus. Ah, ich habe das Gefühl, dass wir da noch eine Ebene tiefer gehen müssen. Ja, definitiv. Haben wir hier irgendjemanden? Nein, leider hier haben wir auch keinen. Können wir das direkt hierüber erforschen? Perfekt. Das brauche ich nämlich jetzt dringend. Einmal mit der Forschung beginnen. Stimson, du machst das bitte. Danke sehr. Gut, während die Forschung hier erst noch einmal am Laufen ist, schauen wir mal unsere Neuzugänge an. Ich möchte nämlich wissen, wie es denen geht. 97% Komfort, das ist ja perfekt. Gut, ihm fehlen noch ein paar Blätter am Boden, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er die so dringend braucht bei einem Komfort von 97%. Können wir das so stehen lassen? Der allerdings nicht. Komfortabel 66% können wir definitiv noch ausbauen. Wald und Blätterbaum brauchst du. Gut, dann holen wir die doch mal noch ein wenig Blätterbaum. Blätterboden, Pflanzenfasernboden, Wald, Blätterbaum. Genau das brauchen wir einmal. Schauen wir mal, ich hoffe, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel der braucht. Wir machen einfach mal, irgendwann wird es ja ausreichen. Schauen wir doch einfach mal. Und fehlender Wald ist immer noch das Problem, aber Blätterbaum ist bei 22%. Und das soll auch so reichen. Mit 84% komme ich perfekt klar. Das heißt, dem Dinosaurier geht es gut. Und dann hatten wir noch ein paar Ankylosauren. 78% okay. Aber Früchteboden und Blätterboden, da fehlt noch etwas. Gut, wenn wir dem ein bisschen Blätterboden beschaffen, dann wird der Stygimoloch auch etwas froh sein. Blätterboden war hier, Kletterpflanzen. Die brauchen wir einmal. Machen wir hier mal ein gutes Stück davon mit voll. Ah, die Forschung ist abgeschlossen. Wunderbar. Dann noch ein letztes Mal überprüfen. Ja, Blätterboden ist gut, aber jetzt ist der Wald zurückgedrängt worden. Ach, wir kümmern uns später noch um den Ankylosaurus. Jetzt aber erst einmal zur Forschung. Was können wir hier Neues haben? Sinoceratops, Velociraptor, Stygimoloch, Stegosaurus und Triceratops. Leider nicht das, was wir brauchen. Dann heißt es wohl wieder zurück ins Forschungszentrum und uns fehlt irgendwas. Habe 150 Agenten in deiner Anlage. Wir haben momentan 110. Da müssen wir schauen, dass wir noch ein paar mehr davon bekommen. Ah, ich sehe gerade, vielleicht brauchen wir noch gar nicht so viele Agenten, beziehungsweise kommen die mit Sicherheit von alleine. Wir können nämlich die drei Dinosaurier, die wir machen sollen, einfach so erforschen. Dann würde ich, ja, wir haben momentan noch ein Wissenschaftler-Limit. Leider liegt das bei 3, das heißt, wir kommen da momentan nicht klar. Schauen wir doch einfach mal, ob wir, ich bin gerade am Überlegen, ist es sinnvoller, neue Wissenschaftler einzustellen oder die alten zu fördern? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich wesentlich schlauer, die ganzen Wissenschaftler einfach zu trainieren. Machen wir doch einfach mal das hier mit dem guten Stimson. Der muss danach wahrscheinlich sich ausruhen, aber dann können wir noch einen Punkt mehr verteilen und vielleicht reicht der ja auch schon aus. Da müssen wir auch niemanden feuern. Und damit ist die Forschung abgeschlossen. Wir schauen uns, das ist der Schutzraum. Ich möchte gerne einmal zu unseren Wissenschaftlern. Stimson, du kannst dich gerade mal ausruhen. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir denn überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht mehr so genau aufgepasst. Was brauchen wir? Wir brauchen 3 Logistik und insgesamt 12 bei Genetik. Das heißt, da wir ja 8 bei Logistik haben, brauchen wir definitiv ein bisschen mehr bei Genetik. Wie viel kriegen wir hin? 8 haben wir gerade eben gesagt, aber wenn die Kasari bzw. die Ifran wieder da ist, kriegen wir da mehr hin. Ich würde mal behaupten, wir gehen bei der Kasari etwas höher bei Genetik. Und schauen, wie das Ganze so läuft. Gut, dann schauen wir doch mal schnell, wie es aussieht. Können wir? Wir können! Schönes Ding! Dann einmal Kasari, Irfan und Stimson. Ihr drei, ihr kümmert euch darum. Und damit ist die Forschung auch schon abgeschlossen. Perfekt. Schauen wir doch einfach mal schön, können wir etwas... Ja, Dreadnoughtus, den wollten wir. Genau den wollten wir haben. Stimson... Reichst du aus? Nein. Du kriegst noch etwas Hilfe von der Irfan. Ihr zwei, macht das mal bitte. Und wir schauen mal, wie viel wir denn für den nächsten Dinosaurier benötigen. Nämlich den Terenzino.
Kriegen wir den hin? Gut, unsere meisten Wissenschaftler sind momentan in Arbeit, deswegen erklärt das das wahrscheinlich. Wir müssen einfach mal nachschauen, wenn alle wieder zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, wir können auch jetzt schon mal gucken, was die Genetik angeht. 4 dürfen wir wissen ja schon, dass wir 12 haben. Aber wir haben leider niemanden hier, mit dem wir auf 18 hochkommen. Das heißt, wir müssen etwas komplett Neues erforschen, und zwar hier unten. Wir brauchen irgendetwas, was unseren Leuten ein Training gibt. Und zwar das hier. Personalverbesserung 2. Ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern. Gewährt jedem Wissenschaftler 2 Trainingspunkte. Wenn wir das machen, können wir es vielleicht hinkriegen, den Terenzino zu erforschen. Und damit stehen uns wieder alle Wissenschaftler zur Verfügung. Dann schauen wir doch mal, was können wir machen. Personalverbesserung, wer darf das machen? Stimson und die Kasari. Dann klappt das. Perfekt. Wir können aber bestimmt noch ein paar Fossilien von dem Dreadnoughtus extrahieren. Das können wir erstmal verkaufen. Immer schön. Wie sieht das denn aus? 37%. Es gibt uns alles bis auf das letzte 37%. Dann schauen wir doch mal. Ah, wir kriegen leider nicht 2 auf einmal hin. Da bräuchten wir jetzt ein Upgrade. Aber wir können ja schon mal die ersten 37% davon machen. Irfan, wenn du das machst, geht das am schnellsten. Und damit haben wir die ersten Teile des Dreadnoughtus erreicht. Schauen wir doch mal, was gibt es noch? 15%, damit kriegen wir die 50% hin und können den damit sogar machen. Das ist ja perfekt sogar. Neues lebensfähiges Genom, genau das wollte ich sehen. Schönes Ding. Gut, dann würde ich doch mal sagen, bauen wir hier endlich mal eine Brutstation hin. Bisher war es ja immer so, versperrt durch Zaun. Ah, da, komm schon. Ja, da geht's hin. Bisher war es ja immer nur so, dass unsere Pflanzenfresser irgendwo hergekommen sind, von irgendeiner Insel. Aber dieses Mal ist das, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass wir einen Pflanzenfresser hier zur Welt bringen. Dann bringen wir doch auch schnell mal unseren ersten Pflanzenfresser zur Welt. Dreadnoughtus. Bitte einmal Wissenschaftler zufügen. Die Irfan, die Kasari und wer darf noch? Mit dem Stimson ist alles perfekt. Und während hier der Dinosaurier synthetisiert wird, weisen wir doch mal die neuen Punkte dem Ganzen zu. Wie zum Beispiel dem Crowder. Den können wir trainieren. Weisen wir ihm einmal 2 Genetik zu. Perfekt, dann ist der bei 4. Und die Kasari kann natürlich leider nicht trainieren, während die am Synthetisieren ist. Aber sobald das beendet ist, wird die natürlich auch aufgefrischt. Ah, die Synthese ist abgeschlossen, aber bevor wir uns darum kümmern, ganz schnell noch hier etwas einschmeißen. Und zwar, wie gesagt, müssen wir die Kasari noch etwas trainieren. Ich weiß, ihr seid jetzt alle momentan nicht wirklich so fröhlich. Sieht man euch ja auch an. Ihr habt in letzter Zeit viel gearbeitet, aber eine Sache machen wir noch, okay? Und zwar den Terenzino. Den machen wir noch und danach könnt ihr euch von mir aus so lange schlafen legen, wie ihr wollt. Bitte Aufgabe starten. Wie sieht es eigentlich mit dem Dreadnoughtus aus? Können wir den machen? Oh Gott, was ist denn mit dem los? Der ist anhänglich, kurzlebig und hat großen Hunger. Gut, also momentan haben wir nur einen, von daher anhänglich. Damit können wir leben. Wir können ihn momentan eh noch nicht machen, weil wir nicht genug Wohlbefinden momentan haben. Aber großer Hunger, kurzlebig, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ich habe nicht das Gefühl, dass das so schlimm ist. Deswegen... Gut, letzten Endes haben wir auch keine andere Wahl. Ich meine, es ist kein anderer da, den wir auswählen können. Wir müssen das nehmen, was da ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Der Terenzinosaurus ist fertig. Das heißt, wir können jetzt erstmal... da sind ja mehr verärgert, als ich erwartet hatte. Ihr könnt jetzt erst einmal alle ausruhen, meine Freunde. Den Terenzinosaurus müssen wir dann wahrscheinlich noch etwas hinten anstellen. Aber wenn wir schon einmal hier sind, können wir ganz kurz Alvarez im Wohlbefinden trainieren. Und den guten Suarez auch noch, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt unseren Dreadnoughtus synthetisieren können. Und das wäre doch sehr schön. Ja, wir können den guten synthetisieren. Dann mal los. Alvarez, Suarez, er gehört euch. Alle unsere Wissenschaftler sind wieder fit. Das heißt, wir können nach dem guten Dino suchen lassen. Wo ist der gute denn? Ist der überhaupt hier... Da ist er nicht. Ah, da ist er ja. Terenzinosaurus, Stimson und Kasari. Ihr zwei rockt das Ding bitte. Eine Sache aber noch zu dem Terenzino. Wenn ich mich richtig aus Ark erinnere, ist das ein relativ aggressiver Dinosaurier. Vor allen Dingen gegenüber Menschen. Hauptsächlich ist er wirklich, glaube ich, recht territorial. Deswegen
ist es, glaube ich, besser, wenn wir dem ein eigenes Gehege bauen. Dann gibt es auch nicht unbedingt jetzt den größten Stress mit irgendwelchen anderen Dinosauriern. Weiß ich auch gar nicht, wie viel da in das Gehege rein müssen, ehrlich gesagt. Einer, zwei. Ich glaube, dass uns das hier schon relativ ausreichen könnte. Ja, der hatte auf jeden Fall genug Platz. Das sollte so klappen. Was haben wir denn hier? Pterizinosaurus. Jede Menge davon, aber der zählt als gefiederte Spezies. Das heißt, von dem brauchen wir auf jeden Fall irgendwann 100%. Jetzt hätte ich aber erst einmal gerne das hier. Wir können noch was hinzufügen. Dann nehmen wir doch einfach mal die vier hier dabei und das erforschen wir dann alles. Crowder, du kriegst das hin. Perfekt. Damit ist er dann bei 47%. Dann ist er ja kurz davor, gebrütet zu werden. Und der Brutvorgang vom Dreadnoughtus ist auch fertig. Dann lassen wir den Guten doch jetzt mal frei. Da fällt mir gerade ein, ich hätte eigentlich gar nicht so viele Brutstationen bauen müssen. Wir hätten die alle per Airdrop freilassen können. Aber so ist jetzt... Boah Gott, ist der groß. Stegosaurus, ich würde da mal weggehen. Oha! Das Ding ist ja riesig! Wie cool. Ich hätte nicht erwartet, dass der so groß ist. Gut, mein Freund. Erste und wichtigste Frage jetzt, da du auf der Welt bist. Brauchst du Spielkameraden? Zu wenig Pflanzenfasern, Baum? Okay, das ist schon mal eine Ansage. Du brauchst jede Menge, aber du brauchst keine Spielkameraden. Das ist ja immerhin schon mal was Gutes. Um den Rest kümmern wir uns gleich, wobei es sich scheinbar eigentlich ausgelebt hat. Der Bereich könnte dir ein bisschen größer sein. Und deine Kohabitation macht mir ein bisschen Probleme. Du hast mit dem Apatosaurus hast du Stress? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da sind ja wahrscheinlich einfach zu viele da. Wir schauen einfach mal, ob wir die kurz umpflanzen können. Dann geht es dir hier auch bestimmt besser, mein Freund. Betäuben wir die mal ganz kurz und schicken die... Nein, die müssen wir gar nicht betäuben. Die sind am anderen Ende. Ich glaube, wir müssen einfach nur das Gehege ein bisschen größer machen. Die rücken sich alle mittlerweile etwas zu stark auf die Pelle. Schnappen wir uns mal den Zaun und vergrößern das Ganze noch ein gutes Stück weiter. Mit der Größe haben die dann auf jeden Fall genug Platz, um hier überall rumzurennen. Und dann sollte es auch keine Probleme mehr zwischen denen geben. Schauen wir noch, dass der Zaun hier wegkommt. Wegen dem Dreadnoughtus ist mir ganz entgangen, dass unsere Fossilien bzw. unsere Bernsteine abgeschlossen sind. Wir können weitermachen. Ja, das ist auch scheinbar das Einzige, was wir können. Okay, das sollte uns aber auf jeden Fall über 50% kriegen. Dann sind wir bei genau 65% mit den zwei. Das ist doch schon mal ein guter Schritt in Richtung 100. Vor allen Dingen, weil wir dann gleich noch einen neuen Pterizinosaurus machen können. Auch wenn der jetzt nicht unbedingt 100% ist, sollte der auch so schon gut klappen. Okay, es kam gerade die Benachrichtigung, dass die Fossilien abgeschlossen sind. Über 50%. Weil wir haben ja jetzt ein Genom von über 50%. Ich meine, wie gesagt, 65% Genomfortschritt, das ist das, was wir wollen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir teilen jetzt mal direkt die nächsten Wissenschaftler zu, damit das einmal schon mal in Gang kommt. Was mich jetzt aber verwirrt, beziehungsweise ich habe jetzt endlich mal herausgefunden, warum da steht, gefiederte Spezies erfordern ein zu 100% vervollständigtes Genom. Weil wir die erst dann machen können. Ich habe keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir brauchen die 100%, damit das abgeschlossen ist. Aber wahrscheinlich hätte dann da auch einfach nur gestanden, 100% von Pterizinosaurus und noch den anderen. Das heißt, wir haben noch einen guten Weg vor uns. Und ich würde sagen, diesen Weg beschreiten wir eher erst in der nächsten Folge. Ich meine, wir haben ja einen wundervollen Dinosaurier in dieser Folge auf die Welt gebracht. Irgendwie kriege ich gerade seinen Kopf nicht drauf. Der hat seinen Kopf irgendwo in den Bäumen. Aber wir haben ihn ja gerade eben alle gesehen. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.